Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 3 von Gladiator Guild Manager. Ja, wir haben letztes Mal den Arena-Kampf gewonnen hier und sind jetzt hier auch mit der Farm unterwegs, wie wir noch gar nicht kennen. Das werden wir uns jetzt dann in dieser Folge mal angucken. Es gibt ja noch ganz viel, ne, wenn man hier so sieht. Ne? Ich weiß gar nicht, kann man die Karte verschieben? Ne, ist nur eine Karte hier. Aber vielleicht wird es auch doch noch größer, aber das weiß man ja alles nicht. Das muss man dann mal sehen, wenn man sich das Spiel kauft. Ne? Ich würde es definitiv tun. Kaufempfehlung geht dafür raus, weil es macht richtig Fets und wir gucken mal weiter, was wir in dieser Folge noch alles so sehen werden. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gucken wir mal in die Arena rein hier. Meisterschaften werden zu Beginn jedes Monats organisiert. Okay. Ich dachte, die wären hier. Farm. Meisterschaften werden... Ich dachte, eine Farm wäre irgendwie was anderes, wie das, was es ist. Gilde. Naja, Arena ist hier. Ah, dann wollen wir mal gucken. Abgeschlossen, abgeschlossen. Das heißt, 3 gegen 3 haben wir nur noch offen. Dann nehmen wir doch das mal und gucken, wie wir da so abschneiden. Ne? Das ist das Letzte. Dann haben wir alle 4 abgeschlossen. Da sind wir. 3 gegen 3. Oh, 3 Mütterchen sind das. Das wird ernst, oder? Dann haben wir Level 3. Selena wäre auch Fernkampf. Vielleicht können wir mit ihm hier noch was machen, aber mach den mal hier so hin. Ja, probieren wir es aus, oder? Also die haben wir schon mal gleich erledigt, aber die haben uns auch schon einen erledigt. Okay, das sieht aber gut aus. Victory schon. Gold, Ressourcen, Gegenstand, na komm, mach. Oh, was ist das? Ein Lederhut. Okay, da können wir mal gucken, wer den aufsetzt. Gesundheit um 445 Punkte, Eisenbahn. Was haben wir hier noch? Geringer Agilitätstrank. Okay, einsammeln und... Können wir das auch noch einsammeln? Das wird schon eingesammelt werden, ne? Automatisch. So, was ist denn jetzt mit der Arena? Neue Kämpfer ausrichten. Arena des Ringes des Codes. Ach, dann wird neu gemischt und dann gibt es Neues. Okay. Jetzt fehlt uns hier aber der eine, ne? Kriegen wir den nicht wieder? Das Volk schließt sich den Gladiatoren an. Sie lasse ich mal die Leute ansehen. Wie viel Geld haben wir? 535. Fool, Stärke 7, Gesundheit 320, 620 hier. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, der Fergus. Zaunträger, 150 ist auch nicht teuer. Nehmen wir den nochmal näher in Betracht, oder? Das Zaun ist sein Gestingens hier. Warte mal, das ist... die sind da, die beiden. Ich kaufe den mal. Und Fernkämpfer haben wir hier aber nicht bei, ne? Doch, die Mütterchen sind das ja. Und da haben wir Mütterchen auf Level 2 sogar. Die kostet uns 375. Ne, das ist mir zu viel Geld, das machen wir nicht. Zurück. Schließen. Ah, wir müssen die Uhr weiterlaufen lassen, das ist wichtig. Neuer Gegenstandsmarkt, Gegenstandsmarkt, halten wir gerade nochmal an, gucken wir nochmal rein. Ach so, hier gab es noch 40% Rabatt. Mhm. Aber der Zauberer ist weg, ne, wenn wir einen hatten. Warte mal, der hier, der hat ja noch nichts, ne? Lederhut. Abgetragenes Schuhwerk. Ja, da müssen wir mal was einsetzen von, ne? Ne, verkaufen will ich das nicht. Das geben wir mal dem. Und die 400 Punkte Gesundheit würde ich jetzt hier reinstecken, weil... Das ist ja dann mal nicht so schnell, dass sie stirbt, ne? Können
Können wir dahin tun? Apfel, ja. Ist das ein Apfel Level 2? Die können alle was mitnehmen dann, ne? Warum sollten die nicht ohne rumlaufen? Die Möhre, ja, okay. Er kriegt, ach so, stimmt. Dann müssen wir erst auf den gehen. So, jetzt haben alle was. Und jetzt können wir hier weiter laufen lassen, wenn wir hier zurückgemacht haben. Aktualisierer Shop. Ne, da haben wir jetzt reingeguckt und haben festgestellt, dass wir nicht genug Geld mehr haben für sowas. Aber der wird ja jetzt auch aktualisiert. Da ist auch schon das Ausrufungszeichen dran. Gucken wir nochmal rein. 30%, 40%, 40%. Oh, hier sogar 50%. Blauer Edelstein. 6. Oh. Den nehmen wir mal mit. Und jetzt müssen wir nur einen finden, der da, ne? Im Gladiatorenmarkt ein guter Zauberer ist. Zara. Pyromant. Aber da ist gerade nichts im Angebot, was wir uns erreichen könnten, ne? Bogenschützen. Was fehlt denn da? Benötigt Feuerturm, okay. Feuerturm bei einer Gilde zu kaufen, wenn. 45 Steine, wir haben nur 20, das ist schlecht. Okay, das heißt, wir müssen da was für tun, dass wir das kriegen. Ah, Banditen übernehmen die Friedhofsarena. Du musst sie für mich erledigen, bevor sie noch mehr schaden. Wir kümmern uns darum. Das sind 4. Brigant. Ja, komm, dann. Ja. Ja. Das Mütterchen war ja schon richtig cool eigentlich, ne? Oder Bogen. Schütze, Selena. Komm, machen wir so. Der ist schon umgefallen. Okay. Okay, erledigt. Victory. Sehr gut. Es ging flott. Schlafen können, ja. Genau, gut das zu hören. Für Banditen haben sie echt schöne Stimmen. Belohnung wählen. Das. Achso, ich kann 2 Belohnungen wahrscheinlich wählen. Aha. Lederhandschuhe, erhöhte Gesundheit um 100. Lederumhang, Agilität um 2. Und das hier ist ein einfacher Schild. Ich würde mal den wegnehmen und den nehmen, oder? Belohnung wählen. Von denen haben wir natürlich am wenigsten hier, ne? Ja, komm, wir nehmen das. Aber wir brauchen Steine. Keine Mission zurzeit da, aber läuft auch nicht, ne? Da geht nix. Am Friedhof geht nix. Ja, Arena-Kampf kannst du auch nichts machen. Ja, kannst du nur warten jetzt eher, oder was? Was war das jetzt? Gladiatorenmarkt, okay. Kyromant für 90, Stärke 2, Agilität, Intelligenz 13. Ja, das wäre jetzt einer, den ich sagen würde, nehmen wir mal, weil wir keinen haben mehr. Den müssten wir jetzt mal gucken, dass wir dem was pushen. Agilität. Und das ist ja auch was für den, ne? 13, 9, 2 und dann sogar 11 hier. Ja, das ist doch erstmal schon mal eine Hausnummer, oder? Weiter geht's. Können wir auch schneller laufen lassen, denke ich.
Genialer Zauber wird einer der Farmen entdeckt. But his brainless family won't give him away for training. Okay, das sind fünf. Also, er gegen die Familie. Herr Mann, wurde von Herr, wir können ihn zu Ihnen, das ist die Entscheidung, er möchte kein Nekromant werden. He shall have absolute choice of any dark arts he likes. He's a true prodigy child. Ein Wunderkind. Machen wir so. Dann so. Vier gegen fünf wird das sein. So. So. Ihn und ihn. Und dann geht die Tour los, oder? Ja. Wie, der ist schon kaputt? Uiuiuiui. Okay. Sieht jetzt gerade nicht so doll aus. Sind das zwei? Ich glaube, das sind jetzt hier zwei. Ja, genau. Oh oh. Zum Glück sind die gerade beide gefroren. Mach was, Zauberer da oben. Okay, in der Ecke getrieben. Jetzt noch mal einen, bitte. Warum den nicht jetzt gerade angegriffen, ey? Okay, der ist schon mal weg. Dann haben wir nur noch den und das schaffen wir jetzt auch noch hoffentlich. Aber da hat es gerade zwei von unseren Leuten runtergehauen, ne? Und die Gladiatoren waren bestimmt keine schlechten, ey. He will one day thank us all. So. Belohnung wählen. Das ist Geld, ne? Ja. Drei. Ich glaube, wir nehmen das Geld. Schwach magische Halskette, Intelligenz um 8 Punkte. Okay. Lederumhang. Also da würde ich den nehmen, weil den Lederumhang hatten wir schon. Und der ist, glaube ich, nicht so gut wie die Kette. Kostet. Den hat es uns erwischt, oder was? Ach nee, das waren hier 20 von denen runter, dann 40. Naja, dann ist das so. Freundlich. Du hast deine Familie vor seinen Augen nahezu abgestattet und ihn entführt. Würde dich das glücklich machen? Stimmt, eure Wortwahl hat sich deutlich von damals unterschieden, als ihr uns den Auftrag gegeben habt. Okay, dann war es das wohl so. Lass die Zeit laufen. Haben den verloren, ne? Und dann ist er weg. Das Volk schließt sich den Gladiatoren an. Gladiatorenmarkt, ich guck da nochmal rein. Wir haben den Nekromant, Bogenschützen, wir brauchen einen Tank, der da ist. Kostet 200. Ja, nehmen wir. Und dann wäre jetzt noch zu überlegen, in der Gilde, können wir, was kostet denn uns der Feuerturm hier? Stein fehlt. Ne, dann haben wir da keine Chance, das zu kriegen. Ne? Der auch, das fehlt überall Stein. Frostturm, da können wir ein Level Up machen vielleicht. Aber nee, dann müssen wir wieder Steine und sowas rausgeben. Das bringt uns jetzt gerade nicht weiter, denke ich. Okay, da gibt es neue Leute auf dem Gladiatorenmarkt. Gibt's einen Dreier? Nee. Ja, lass so. Schneller geht's, Gerüchte verbreiten. Round up your gladiators and get them talking about how the Church of the Dead's dark arts are responsible for the Pharaoh. Toten mit wilden Ghule auferstehen, okay. Holding Bone vom Leib. Du
muss für die Wahrheit verbreiten, rufe dann in der Tanz und bringe sie dazu, darüber zu reden, wie die Künste der Kirche der Toten will in Ruhe auferstehen lassen. Halte ihn vor den Bauern vom Leib. Die Bauern denken, es wäre eure Schuld. Viele tun es. Roter Elfenweib, das Totenwalder reagiert. Ein Fluch, der uns den roten Nebel gebracht hat. Man arbeitet hart daran, diese Geschichte zu verbreiten. Ich verstehe. Und fuscht seit Jahren in den dunklen Künsten herum. Well, it's undeniable that feral undead rise on their own after every crimson mist. But why me if I know what's causing the mist? They started 10 years ago and the... Ja, dann verstehen wir das. Komm, dann machen wir jetzt das mal. Ach, ist weg. Gut, da oben geht's jetzt weiter. Gegenstandsmarkt, Neuigkeiten und dann Gegenstandsgeschichte. Okay. Ist denn auch da? Der ist der Erste. Hier hat sich nichts geändert, das war ja auch Gegenstandsmarkt gerade gesagt. Schrift der Erdung macht den Gladiator immun gegen Umwerfen. Okay. Für eine Runde oder für was? Das weiß ich nicht. Einfacher Schild. Oh, 60% Schriftfülle der Erdung. Der kostet dann nur 12. Okay. Dafür kaufen wir sie. Ja. Ist das hier Stab des Ältesten? Was hat er denn hier? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ah, da braucht man Level 5 dann für. Ja, nee, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts kaufen dann. Die Schriftrolle. Kriegt die irgendwer in der Hand? Ich glaube, er kann die hier gebrauchen, ne? Weil er sowieso noch nichts hat. Und wache magische Halskette, das wäre er jetzt. Blauer Edelstein. Und das wäre das. Okay, da ist die Intelligenz natürlich dann rapide hochgegangen, ne? Ja. Lassen wir mal so. Hat einer noch einen Platz frei? Ja, Mütterchen hier. Agilität ist dann erhöht, okay. Da zurück. Und dann geht's weiter. Ernteabgabe. Ernteabgaben zu bezahlen, du musst für den bestimmten Farm aufsuchen und dann würde ich das mit denen, die ihn natürlich bezahlen wollen. Okay. Ruf beim Volk. Wir machen das. Die Bauern sollen schon ihren Teil bezahlen, ne? Mütterchen Nummer 2. Hier noch einer. Und 2. Bogenschütze oder Mütterchen? Ich glaube, wir nehmen die Bogenschützin, die war ein bisschen besser. Ah, der ist schon mit 3 eingefroren hier. Das ist schon nicht schlecht, ne? Wieso ist denn der schon tot? Achso, das war einer von den Gegnern, glaube ich. Genau so ist es. Sehr schön. Ich glaube, wir haben niemanden verloren diesmal. War ein guter Kampf. Es musste getan werden. Ja, ja, genau. Belohnung wählen. Ja, da müssen wir schon was von verkaufen dann, ne? Oder wir nehmen hier was von. Dann nehmen wir noch die 10 Barren, obwohl wir das schon reichlich haben. Und das Geld. Das Geld brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich denke, wir machen das so. Ach, da gibt es noch eine Belohnung hier, ne? Achso, da gibt es zu den da 35 Punkte hinzu.
Machen wir so. Die sind jetzt freundlich uns gesinnt. Okay. Kurz weiter. Gladiatorenmarkt. Hier oben ist ein Dreier. Das ist ein Ritter, der nur 60 kostet sogar. Den nehmen wir mal. Wir haben ja die Plätze. Wir müssten aber definitiv endlich Stein kriegen. Das wäre viel wichtiger. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut, bevor wir hier die Meisterschaft wieder organisieren können. Dann machen wir da auf jeden Fall noch ein weiteres Vorgestellt von. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.